Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dexit. Wir haben in der letzten Folge schon eine Höhlenexpedition gewagt und ich will mir heute mal den Turm anschauen. Ich glaube nicht, ich weiß, was mich da drin erwarten würde. Wie war's? Ich weiß, was mich da drin erwartet. Das Problem ist eher, wie komme ich da rein unbeschadet? Ich hätte genügend Eisen, also will ich jetzt auch nicht verbrauchen, ne? Was bist du noch? Eine mystische grüne Blume. Botania. Bringst du mir was? Glaube ich aktuell nicht, ne. Haben wir noch was Spannendes hier in der Umgebung? Kann ich auf die Karte gucken? Ach, wow, was ist denn das für eine Karte? Da ist ein Absturz, den müssen wir uns mal anschauen. Da ist ein Piratenschiff. Und da ist noch ein Absturz. Der wäre also quer darüber. Dafür bräuchten wir aber eine Diamantenspitzhacke. Haben wir denn? Haben wir nicht. Nein, schade. Oder doch, haben wir, glaube ich. Dann war ein Skelett, oder? Stimmt, das ist ein Skelett. Diamanten haben wir. Ja, wir haben sogar eine Diamantenspitzhacke. Aber die haben wir ja hergerichtet für Le Miner. Ah, Le Quarry, glaube ich, war das ja, ne? Minenbohrer. Ne, wo war der Quarry? Wir brauchen noch Goldzahnräder. Das Einzige, was mir noch wirklich fehlt, sind die Goldzahnräder, ne? Oder wir müssen noch in eine Mine. Und ich hasse es, in Minen zu gehen. Irgendwie. Und fragt mich nicht, wie... So, da war ich schon. Wir brauchen irgendeine Mine, in der ich noch nicht war. Und in der genug Rohstoffe für die nächsten 3000 Jahrhunderte sind. Mein Problem, da hinten ist die Kohle, da muss ich jetzt irgendwie hin. Da auch ein Tunnel, den könnten wir uns jetzt anschauen zum Beispiel. Ruhe da unten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es gibt auch ein bisschen Eisen. Eigentliche Ziel ist ja die Kohle, die drin ist. Aber mit der Kohle können wir uns richtig schön fackeln. Das war aber viel Kohle. Gibt es da drin nicht mehr? Wie scheint es den. Ach, guck mal, außen. Oder oben sogar Circle Squads. Bin erstaunt. Lapis Lazuli, hey! Was geht denn jetzt ab? Hier geht's ja. Mach mal auf hier. Hier gehe ich gute Rohstoffe. Hier kann ich mich nochmal ein bisschen durchmümmeln. Dann können wir uns rein theoretisch eine Eisenrüstung machen. Dann wäre schon mal sicherer, wenn wir in eine Höhle gehen. Weil wir haben dann auf jeden Fall genug für. Die Zahnräder. Probier's, wir brauchen mindestens eine Kiste, in die das reinfällt und ein paar Kolben. Also ein paar Rohre, wo wir das ganze Zeug hin ableiten. Ja, da ist noch Eisen. So. Da ist zu viel komisches Zeug gibt's hier. Ich kenne mich eh schon nicht mehr aus. Und es wird dunkel. Da ist noch Kohle. Ich will die Kohle. Kohle überall. Rein theoretisch müsste ich nur so einen großen Baum fällen, ne? Das ist mal ganz blöde. Probieren wir doch mal. Was passiert, wenn ich den Baum anfange zu fällen? Dam 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 da da dam 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 da dam 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 da da dam dum dum ram dum dum da dum 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 da dum 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 da dum dum dum. Alter, es wird dunkel, Jungs. Ich brauche das Holz aber schneller. Was ist schneller, die Dunkelheit oder der Baum, der fällt? Oh Gott, das dauert echt ewig. Holy shit, das muss viel Holz sein. Wow.
Das war ja so viel Holz. Der hat bloß einen Querschnitt da gerissen. Ne, beide Querschnitte. Was hat denn der mit dem Baum gemacht? Also hat einiges ans Holz gegeben. Firewood Lock. Jetzt sollten wir schnell nach Hause, weil damit können wir uns jetzt richtig geil Ding machen. Oh oh. Ich merke gerade was und das ist gar nicht gut. Ich habe kein Essen mehr. Und da ist schon eine Spinne. Alter, habe ich echt kein Essen? Doch, habe ich. Aber nicht unbedingt die Welt an Essen. So, warte mal. Das ist durchgeschmolzen. Dann schicken wir mal ein bisschen das Feierlockere. Ne, warte, dann schicken wir jetzt erstmal noch das Eisen. Stopp. Schicken wir schon mal das da rein. Dann können die da schon mal brennen. Kommst du hier rein. Und dann einmal durchdrehen hier durch den Fleischwolf, ne? Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen in diesem Spiel, ey. Das ekligste, was es gibt eigentlich. Das ist sie über uns. Ich sehe es auf der Karte. Ups. Ich habe schon wieder Schluck auf, das gibt's doch gar nicht. Schluck auf habe ich immer. Ey, ey. Ich habe Schluck auf, Schluck auf, Schluck auf habe ich immer. Vor allem, man sieht auf der Karte, wie sie sich bewegt. Die bewegen sich einfach voll creepy, einfach irgendwie. Wie schaut's aus? Boah, wir haben voll wenig noch. Wir haben so viel Eisen zum durch die Mühle drehen, ne? Das ist der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Kriegen wir denn da... Ja, wir kriegen schon Holzkohle raus, nice. Das wäre nicht scheiße gewesen, wenn das Firelock da keine Kohle gibt. Ja, von dem haben wir halt Massen jetzt, ne? So richtige Massen. Dum, 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 dum. 15 habe ich schon drin, also es wären schon mal 15 Eisen. Das ist nicht schlecht. Wie viel brauche ich für eine... Ich überlege gerade, wie viel brauche ich denn für eine Rüstung. Ich brauche ca. 20, ne? Denke ich mir, oder? Eine Hose braucht 7. Dann 4 für die Schuhe. Macht 11. 5 für den Hut. Macht 16. Und 8 für den Korpus. Bedeutet, wir sind bei 24, oder? Habe ich jetzt verrechnet? Weiß nicht. Ich glaube, wir waren 24. Da hätten wir jetzt schon das Eisen allein schon. Dann tun wir das raus. Und schicken aber als erstes mal das Fleisch rein. Weil ansonsten sterben wir bald. Das wäre eventuell nicht das Beste, wenn wir sterben. Dann machen wir uns einen richtig geilen Miner, weil dann können wir uns das Minen schon mal sparen. Und als nächstes wäre hier so ein Grinder vielleicht ganz gut, dass wir dort alle Rohstoffe durchschicken, wie Gold, Eisen und sowas und dann direkt in den Ofen. Oder vielleicht sollte man das als Dust auch aufbewahren. Ich bin mir da gar nicht sicher. Dass ich hol die Frosche, ne? Da haben wir schon wieder 10. Alter, da kommt so viel raus. Da ist ein Enderman irgendwo. Enderman voraus. Ach, guck mal, jetzt kommt das Eisen. Jetzt mal was Gescheites knabbern. Okay, das Zeug gibt eindeutig weniger als normal. Das tun wir mal da rein. Auch da rein, auch da rein. Weißt du was? Wir graben uns jetzt einfach hier nach unten. So schön das Holz doch. Einfach nach unten. Okay, jetzt kommt der Untergrund. Warum haben wir eine Holzkurbel dabei? So mal ganz blöd. Wo kommt die Holzkurbel her? Hä? Sehen wir erstmal die Holzkohle für Fackeln. So.
Und gehen wir hier in den Untergrund. In den Untergrund, ne? Limestone, da haben wir eine Limestone-Schicht. Ja, nice. Aber ich will jetzt eigentlich hier was anderes. Aber okay. Ich nehme auch Silbererz. Wie geht... Hä? Diese Welt ist voller Diamanten. Hier stimmt irgendwas absolut nicht. Jo, brauchst du Diamanten? Ich hab hier mal drei. Ups. Es geht einfach so überraschend schnell, ne? Wenn ich so schnell noch mehr Gold finden würde, wäre alles super. Aber wir nehmen mal schnell das hier. Ein bisschen Firewood Lock. Mach ein paar Stöckchen draus. So. Und drüber eine Spitzhacke. So, zack. Und dann machen wir noch gleich eine zweite. Für den Notfall. Man kann nie zu viele Spitzhacken haben. Kommt irgendwas ins Brett? Ah, okay. Dann düsen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Mine und dann hat sich das schon. Und bei mir bimmelt es die ganze Zeit aus irgendeinem Grund. Ich bimmel immer mehr, wie eine Bimmelmaschine. Bimmel, limmel, limmel hier, ne? Jetzt habe ich mir wieder Kopperohr in der Runde. Arunde Kopperohr, ne? Dann graben wir mal das Kopper aus, weil Kupfer ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig mittlerweile. Da liegen jetzt Endertitium. Das machen dann immer so rote Punkte auf der Karte. Ich frag mich eher, wann wir auf eine Höhle stoßen. Ich habe eher schon die Angst, dass wir auf eine Höhle stoßen. So ganz unerhofft irgendwie. Ne? So, moin moin, Höhle, Ibins. Obwohl ich irgendwie... Ne? Wir kommen zu schnell nach unten, da stimmt irgendwas nicht. Und noch ein bisschen tiefer. Alter, hier muss doch irgendwann mal was kommen. Normalerweise treffe ich immer eine Höhle nach der Zeit. Also auf der Karte bin ich ja über eine Höhle auch schon drüber. Und es hört sich auch hier massiv nach Höhle an. Ich bin hier sehr nah an der Höhle, wenn du siehst. Schau mal. Also wenn, dann bin ich jetzt gerade vorbeigeschossen. Nope, bin ich nicht, also. Da ist die Höhle und ich habe nichts wirklich dabei, was sich was bringt. Gehen wir wieder nach oben. Ich bräuchte irgendwie so ein Ohrradar oder sowas in der Art, weil... aktuell habe ich was nicht... So, jetzt bin ich gerade den riesigen Tunnel wieder. Ich weiß gar nicht, welche Höhe wir waren, aber jetzt müssen wir erstmal hier die Ores rausschmeißen. Beziehungsweise in den Grinder rein. Jetzt scheint es eh wieder Tag geworden zu sein. Was habe ich denn hier? Pulverisiertes Silber, Kristallquarz, noch ein Diamant. Den würden wir aus dem Eisen gerne. Oh, jetzt haben wir keinen Firewood mehr. Ja, guck mal. Jetzt machen wir schnell die Rüstung. Und einmal eine Hose. Und ab geht's. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!